Darüber will ich jetzt mal mit einem Migrationsforscher sprechen von der Europäischen Stabilitätsinitiative. Grüße Sie in Berlin, Gerald Knaus. Hallo, guten Tag. Gibt es eigentlich irgendeine greifbare, praktikable Lösung für die dramatische Situation der Flüchtlinge an der belarussisch-polnischen Grenze? Was ist Ihre Meinung? Ja, die gibt es, aber sie verlangt Initiative, Fokus und vor allem ein klares Denken. Die Europäische Union hat Gesetze, die bedeuten, dass man Menschen, die in Gefahr an unserer Grenze oder sogar auf unserem Territorium sind, nicht in die Gefahr zurückstoßen darf. Das heißt, eigentlich muss der Ausgangspunkt sein, diese Menschen, die jetzt hier in Belarus sind, wenn sie versuchen, in die Europäische Union zu kommen, sie aufzunehmen. Das heißt, Moment, ich muss mal ganz kurz nachfragen. Sie sagen, diejenigen, die an die Grenze kommen, und das ist vielleicht noch eine prekäre Situation, dann muss man sie einfach reinlassen, richtig? Ja, ja, weil das der Schengen-Grenzkodex, die Grundlage für das, was an Grenzen erlaubt ist, den Artikel 4 klar festlegt. Aber, und jetzt komme ich zur politischen Realität, es ist gleichzeitig klar, dass wenn das die einzige Strategie der EU ist oder etwa von Deutschland vorgeschlagen würde, dass dann das Problem nicht kleiner, sondern größer werden könnte. Dann nämlich, wenn noch mehr Menschen auf die Einladung und in die Falle von Diktator Lukaschenko tappen und nach Belarus kommen. Also braucht man zweierlei. Man muss die Menschen aufnehmen, man braucht aber auch eine Strategie, dass ab einem Stichtag die, die dann kommen und sich auf den Weg nach Belarus machen und Polen erreichen, wissen, dass sie nicht in der Europäischen Union bleiben. So, wir brauchen ein Partnerland, das dann bereit ist, ab einem Stichtag diese Menschen aufzunehmen, um das Hauptargument von Lukaschenko, mit dem er die Menschen um einige tausend Euro ärmer macht und ins Land lockt, nämlich, dass sie da kurz in Deutschland ankommen können, um diesem Argument den Boden zu entziehen. Also quasi und so ein Modell wie Türkei? Die müsste jetzt beginnen. Ist das so ein Modell wie die Türkei eventuell? Naja, der Unterschied ist, im Falle der Türkei war es realistisch anzunehmen, dass Syrer etwa in der Türkei sicher sind, dass man sie dorthin zurückbringen kann. Da waren ja Millionen Syrer schon viele, viele Jahre und sind ja auch heute noch dort. In diesem Fall kann man es nicht mit Belarus machen. Belarus ist verantwortlich für das Elend dieser Menschen. Es lockt sie, es bringt sie an die Grenze, es hält sie dort fest. Man muss also ein anderes Land finden, das seinerseits ein Interesse daran hat, weil die Europäische Union dafür großzügige Unterstützung und Hilfe anbieten muss. Also etwa die Ukraine oder Moldau. Länder, die ja da nicht eine große Zahl von Flüchtlingen aufnehmen sollen, denn die Erwartung, und die ist realistisch, ist ja, dass dann der Zustrom sehr, sehr schnell einbricht. Also wenn das passiert, dass erstmal diejenigen, die jetzt da sind, reingelassen werden und dann die anderen ab einem Stichtag, wie Sie sagen, dann woanders weiterleben, gibt es dafür realistische Anzeichen, dass sich da etwas bewegt bei der EU, diese Lösung dann zu ziehen? Also ich weiß, dass diese Idee in Deutschland intensiv diskutiert wird, auch von verschiedensten Politikern, weil immer klarer wird, dass die Alternativen dazu für ein Land wie Deutschland, das einerseits ein Hauptzielland ist, aber andererseits auch eine Gesellschaft, die weiterhin nicht akzeptieren will, dass an Europas Grenzen Männer, Frauen, Kinder in der Kälte von europäischen Grenzschützern zurückgestoßen und in lebensgefährliche Situationen gebracht werden. Gerade so ein Land braucht eine humane Form der Kontrolle. Und ich merke schon, dass das ernsthaft diskutiert wird. Vor einigen Tagen hat es einer der Hauptverhandler bei den Koalitionsgesprächen, der nordrhein-westfälische Vizeministerpräsident Joachim Stamp, ja auch öffentlich gesagt. Auch ein SPD-Politiker, führender Außenpolitiker Nils Schmidt hat in diese Richtung argumentiert. Ich glaube, es wird immer klarer werden, auch in anderen europäischen Ländern, dass die Europäische Union weder auf Lukaschenkos Erpressung nachgeben darf oder eingehen kann, noch in einem Wettbewerb der Brutalität versuchen kann, auf Dauer grausamer zu sein zu diesen Menschen, die da festsitzen, als er. Man braucht also einen dritten Weg. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Informationen und für diese klaren Auskünfte, Gerald Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative.